Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir wieder einmal probieren, die andere Seite zu kontaktieren. Und was ich meine mit der anderen Seite, meine ich gute Geister. Ja? Ich habe dafür auch schon etwas gemacht, bevor ich die Kamera gestartet habe. Und zwar, ich habe mein ganzes Zimmer mit Salbeirauch quasi umgeben. Ja? Also es riecht überall nach Salbei. Ja? Das soll auf jeden Fall schon mal einige Sachen aus meinem Zimmer werfen in dem Zeitpunkt. Ja? Und das sollte mich auf jeden Fall schon mal beschützen. Ja? Eine Sache, was mir jetzt schon generell auffällt, und das war schon bevor ich das Video gestartet habe, ich muss euch was zeigen, ja? Ganz kurz. Da ist einfach mal auf meiner PS4, keine Ahnung warum, da ist einfach mal so ein Rufzeichen, ja? Sieht man das? Das Rufzeichen da. Da ist einfach mal ein Rufzeichen auf meiner PS4. Das Ding ist, ich habe es probiert wegzukriegen, aber das ist reingeritzt in meine PS4. Ich habe keine Ahnung, was das genau bedeuten soll. Das wird auch eine Frage davon sein. Ich habe schon ewig nicht mehr diese App benutzt. Und ich würde mal sagen, let's go. Hallo. Irgendwer da, der was mit mir reden möchte? No. Das war jetzt gerade mein Name. Darf ich fragen, wie du heißt? Ben? Ben? Warum bist du hier, Ben? Warum bist du gerade hier? Okay. Tschüss, okay, alles klar, na gut, ne? Okay, dann schauen wir, ne? Man hört sich, ne? Wenn du meinen Namen weißt, dann red ihn noch, sag ihn nochmal. Was jetzt gesagt? Ich hatte als kleines Kind ein Stofftier. Welchem Tier hat das Stofftier geähnelt? Ist irgendwer in diesem Zimmer gestorben? Ist irgendwer hier gestorben? Also in diesem Zimmer gestorben? Werden. Wer ist noch gestorben? Bist du da gestorben? Hier in diesem Raum? Wie? Du hast dich aber nicht erhängt, oder? Du hast dich erhängt in diesem Zimmer. Wie dann? Warum hast du dich? Dich selbst umgebracht? Wie hast du dich umgebracht? Ja.
Seil. Messer. Stehen. Was ist deine letzte Erinnerung? Was ein Fehler für dich? Was ein Fehler für dich? Ja oder nein, was ein Fehler für dich? Ich weiß nicht, was ich für dich tun kann. Ich weiß nicht, was ich für dich tun kann. Es ist irgendwie schwierig. Aber ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dass du weitergehst mit deinem Leben. Also, dass du weitergehst, vielleicht zu Gott gehst. Und einfach sagst, okay, ich will ein neues Leben, ne? Willst du kein neues Leben? Dann geh zu Gott. Und such nach einem neuen Leben. Okay. Bitte. Ich weiß, dass du das kannst, okay? Ich weiß, dass du das kannst, also geh zu Gott und such dir ein neues Leben. Das ist das Einzige, was ich für dich machen kann, okay? Geh zu Gott. Und such dein neues Leben. Okay. Ich hoffe, ich könnte dir wenigstens irgendwie helfen mit den Worten, aber geh zu Gott. Such dir. Gut. Dann wünsche ich dir noch was, ne? Vielleicht sieht man sich ja. Auf jeden Fall, ne? Ja. Gut, dann wünsche ich dir noch was, gell? Gut. Dann. Bitte. Kein Problem. Kein Problem. Alles gut. Such das Licht, geh ins Licht. Und such dir ein neues Licht. Du weißt, dass du das schaffen kannst. Okay. Du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Jesus Christus, bitte. Gib dem jungen Herrn ein neues Leben. Schenke ihm ein neues Leben, von dem er träumen kann. Bitte. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, Amen. Bitte gib ihm ein neues Leben. Danke fürs Reden. Ich möchte jetzt aber nicht mehr reden. Okay? Ich höre jetzt auf zu reden. Okay? Tut mir leid, dass ich nochmal kontaktiert habe. Tut mir leid, okay? Ich respektiere euch alle, okay? Dankeschön fürs Reden. Danke nochmal fürs Reden. Tschüss, ne? Ciao. Ich will nicht mehr reden, ich will auch nicht berührt werden, ich will in der Ruhe schlafen, okay? Danke. Auf jeden Fall. Da lacht er. Okay, alles klar, ne? Gut, ne? Okay. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen. Gute Nacht, ne? Okay. Gute Nacht, ne? Ciao, ne? Naja, ne? Wie ich die Frage gestellt habe, jo, ist irgendwer in diesem Raum gestorben? Habe ich einfach eine Stimme gehört, eine kleine Stimme, die was gesagt hat, ja. Und ich so, okay, komm du mal her, so quasi, ne, komm her und red mit mir, ne. Und warum und weshalb und bla bla, ja. Es hat sich eher danach angehört, als hätte sich die Person anscheinend irgendwie erhängt, ja. Was mir verdammt leid tut, ne, ist eh klar, ja, wem tut das nicht leid, ja. Auf jeden Fall, ich habe dann eben gesagt, okay, ich möchte dir helfen. Aber es tut mir leid, ich möchte dir helfen. Bitte geh zu Gott und such dir ein neues Leben. Ich hoffe, ich konnte dieser verlorenen Seele
die was es gibt, ja, auf dieser Welt. Es gibt verlorene Seelen, helfen. Es gibt Leute, die was in der Zwischenwelt einfach stecken bleiben und Angst haben, weiterzugehen, Angst haben, den nächsten Schritt zu machen und ein neues Leben zu beginnen. Es gibt die Möglichkeit, dass du das machst. Ja? Und deswegen, ich weiß das, weil ich sehr oft schon wieder geboren worden bin. Deswegen, du hast die Entscheidung, ob du nochmal herkommen willst oder nicht. Und deine Seele könnte auch sein, dass sie herkommen wollte noch einmal. Ja? Deswegen, bleib das mal im Kopf. Ja? Ich hoffe, ich konnte der Person helfen. Ja? Das absolut Komische ist, dass ich nach dem Video rausgegangen bin, spazieren gegangen bin und ein bisschen mal so das Ganze mal so ein bisschen Revue passieren lassen habe. Und dann habe ich so gesagt, Alter Gott, bitte gib ihm ein neues Leben. Gib ihm einfach ein neues Leben. Und ich sah dann irgendwie so ein Bild in meinem Kopf, Alter, wo so ein riesiger Strahl um meine Person ist. Ja. Und dann auf einmal war ich wieder da und auf einmal war ich wieder kurz weg und sah ein Baby schreien. Ja. Ich denke mir so, vielleicht ist das gerade irgendwie möglicherweise das gewesen. Ne? Dass diese Person einfach wirklich ein neues Leben begonnen hat, nur weil ich das gesagt habe. Diese Person war so traurig. Ich habe das in der Stimme gehört. Und ich wusste, dass was nicht passt, deswegen wollte ich ihr helfen. Egal. Was und wo, wie. Ihr dürft nicht vergessen, dass das alles nur Menschen sind. Genauso wie wir. Du bist 24/7 von Menschen umgeben, die was du nicht siehst. Und natürlich hört sich das ein bisschen komisch an. Aber es ist so. Gut. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem irgendwo gefallen, obwohl es sehr, sehr traurig war. Ich hoffe, es hat euch nicht irgendwie extrem verstört oder so. Das ist nichts Verstörendes. Es ist nur Leben. So geht das Leben. Ja. Und so ist es halt. Ne? Naja, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Like und abonniert meinen Kanal für mehr. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.